Gute. Pünktlich ist er heute mal. Ausnahmsweise. Ich grüße euch. Wir machen ein bisschen weiter mit Stray. Ich zeichne auf YouTube für YouTube auf. Die neuen Folgen fürs VOD auf YouTube gibt es dann am Wochenende, Samstag und Sonntag. Genau. Und wir spielen mal ein bisschen weiter. Wir sind im Stadtzentrum unterwegs. Es kann sein, dass wir vielleicht heute schon fertig werden. Ich weiß es noch nicht. Wir spielen 2 Stunden. Mal gucken, wie weit wir in diese Zeit kommen. An alle, die zuschauen, als VOD oder als Stream-Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich. Und ich freue mich sehr auf Stray. Beim letzten Mal ging es darum, dass wir uns Zutritt zu dieser Fabrik verschaffen müssen. Das ist so eine Art Wertstoffverarbeitung. War nicht ganz einfach, hier reinzukommen. Wir mussten ein bisschen tricksen. Also nicht cheaten, sondern schon spielmechanisch tricksen. Es ging darum, mithilfe des. War das ein Kontaktmann von Clementine, glaube ich, der uns Zutritt verschafft hat? Der hat sich getarnt als Mitarbeiter. Wir haben einen Arbeiterhelm benötigt und eine Arbeiterweste benötigt. Und jetzt sind wir drin. Hat uns hier reingebracht. Clementines Plan lautet, eine Batterie zu besorgen. Eine sehr, 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 sehr starke Batterie. Für die U-Bahn. Die will sie in Gang bringen. Wofür sie auch immer dann die U-Bahn benötigt. Aber die will sie in Gang bringen. Oh, wenn der uns entdeckt, wird es, glaube ich, kritisch. Entschuldigt mich ganz kurz mal. Ja, sollte passen. Falls irgendwas mit dem Mikro nicht passt, bitte einfach in den Chat schreiben. Gut, also der darf uns nicht sehen. Wir rennen mal dran vorbei. Ich möchte auch gar nicht unbedingt ausprobieren, was passiert, wenn er uns sieht. Wahrscheinlich werden wir einfach an den Anfang, an den Rücksetzpunkt zurückgebeamt und müssen es nochmal versuchen. Denke nicht, dass wir sterben oder so. Was ja im Grunde aufs Gleiche hinauskäme. Oh! Hehe! Uhuhuhu. Ich wollte es doch gar nicht ausprobieren. Nein. Nein. Ich wollte mich eigentlich in den Karton verstecken. Hatte ich gar nicht gesehen, dass der das komplette Gewässer überblicken kann. In der Tat. Wo wollen wir denn hin? Da hinten ist eine Tür offen. Und da scheint es nichts weiter zu geben. Da können wir zwar auch rüber, die Tür ist aber zu. Vielleicht ist das ein Shortcut. Wir versuchen nach rechts zu kommen. Im richtigen Moment hinter die Steinblöcke. Ne, das sind keine Steinblöcke. Das sind irgendwelche verpackten Kartons. Da dahinter. Aber wie kommen wir an dem zweiten Dude vorbei? Hinten. Der dort stationiert bleibt. Nee. Aber er hier ist nicht so einfach. Bewegt er sich irgendwann weg? Ich weiß es nicht. Nee, dreht sich gar nicht weg. Einfach durchrennen vielleicht? Easy. Easy. War das so gedacht? Kann sein. Weiß es nicht. Hat aber funktioniert. Servus, Erdnuss. Hey, gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ja, muss ich helfen oder wird einfach hier nur ein bisschen rumlaufen, ehrlich gesagt. Ich habe in dieser dunklen und riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Ich darf jetzt ernsthaft deine Schlüssel suchen. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Das ist aber nett. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar.
Die haben gar nichts im Inventar. Also da sollen irgendwo die Schlüssel sein. Na gut. Wir sind ja... Wollen wir nicht so sein, ne? Wir sind ein hilfsbereites Kätzchen. Okay, checken wir mal ab. Kommen wir schon irgendwie nach unten? Wir können da hinten in den Karton. Wir können hier um die Ecke. Da sehe ich nichts. Ne, sieht nicht so aus, als wäre dort irgendwas. Hinter dem Roboter nach oben. Da geht es aber nach unten vorher. Ja. Das Tor ist zu. Ich sehe, wo wir lang müssen. Da oben ist auch noch eine Kamera. Ist die an? Ich weiß es nicht genau. Geschafft. Okay. Da ist Wasser, okay. Kann sein, dass wir das Wasser ablassen müssen. Ne, hier ist kein Wasser. Gut, aber jetzt sind wir da gelandet, wo die Tür zu ist. Oh, das ist nicht gut. Der hört das. Okay, wir werden erschossen, wenn wir entdeckt werden. Das ist nicht gut. Boah. Nein. Hier ist nix. Lass mich. Wieso lässt er denn nicht locker? Er sieht mich doch gar nicht mehr. Ah, fuck off. Okay, die sind echt penetrant. Habe ich eigentlich auch erwartet, aber irgendwie die ersten paar Begegnungen waren sie ziemlich passiv und der geht mir richtig aktiv hinterher. Gut zu wissen. Also Freunde, was müssen wir machen? Hinter ihnen auf das Podest, das ist ja auch zu. Ah, da oben ist ein Hebel. Ja. Okay, dann geht die große Tür auf. Jetzt kommen wir aber nicht mehr zurück. Nee. Okay, also so ist es gedacht. Quasi einmal einen Rundweg gehen hier. Kann ich da rüber? Das wäre doch eigentlich ein einfaches für Oscar, da abzukürzen. Ich wollte ihn schon direkt anquatschen, dann habe ich den blauen Kreis gesehen. Die Drohnen sind wirklich penetrant. Dreh dich doch mal. Ah, das ist gut. Nein! Boah, das ist kein sehr großer Schatten. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich gehe davon aus, dort gab es jetzt auch nichts weiter. Mit dem Typ wollte ich lieber nicht quatschen in der kurzen Zeit. Da ist noch ein Roboter. Es gibt hier so gut wie nichts zu entdecken, ne? Was ja auch mal nicht schlecht ist. Kommen wir wenigstens nicht in den Zugzwang, dauernd irgendwie Ausschau halten zu müssen nach kleinen Easter Eggs. Jetzt haben wir tatsächlich einen Shortcut. Ja, und so können wir uns auch mal ein bisschen auf die Erkundung der Level konzentrieren. Bäh. Ja, gut. So, ja. Oh, der ist echt klein, der Schatten. Gut. Und bloß nicht miauen. Ich habe mir es ja geradezu angewöhnt, die ganze Zeit auf die Miau-Taste zu drücken.
Soll ich mir hier schleunigst abgewöhnen? Ja, die Maschinen reagieren, aber die Roboter juckt es nicht sonderlich. Der da drüben hat reagiert. Ja, ich muss es mir echt abgewöhnen. Okay. Ja, alles klar. Das wird nicht gehen, oder? Und es stört niemanden? Wahnsinn. Das leichteste Rätsel aller Zeiten. Da ist ein Hebel. Stromkabel. Auf die Bodenplatten würde ich im Moment ungern drauf treten. Es scheinen irgendwelche Kontakte zu sein. Radio können wir nicht anmachen. Tasse können wir runterschmeißen. Ist immer gut. Oh, die hat's überlebt. Wie geil ist das denn? Stellt Kontakt zu der Bodenplatte her. Okay. Das Ding fährt dann runter. Folge mich. Stell dich mal hier drauf. Gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Achso, vielleicht sind die Schranken aufgegangen und hier passiert was anderes. Ne? Aber finde ich cool, dass das Ding uns dann magnetisch folgt. Okay, hier gehen wahrscheinlich die Gitter auf. Nee. Hinten ist eine zweite Box, die brauchen wir. Okay, wir müssen den vielleicht erstmal als Erhöhung benutzen. Dann kommen wir irgendwo rein. Ja klar, easy. Einfach hier davor schieben. Spielmechanisch macht das total viel Spaß gerade, mit dem Ding zu arbeiten. Das gefällt mir, es fühlt sich gut an. Strom. Ah. Hast du gerade gebellt? Bist du ein Hund? Eine der Katzen von meinem Bruder denkt manchmal tatsächlich, er wäre ein Hund. Das ist ein Kater. Der apportiert Spielzeug. Sein Lieblingsspielzeug. Schmeißt er weg. Und dann ist er total geil darauf, dem Ding hinterher zu jagen. Und dir das wiederzubringen. Währenddessen schnurrt er sich einen Ast und wälzt sich dann auf dem Boden, will gestreichelt und geknuddelt werden. So ein goldiges Vieh. Ja, denkt halt, er wäre ein Hund. Der gute Whisky, so heißt er. Kater. Hier drauf jetzt. Also alles löst die Kontakte aus, okay.
Aber das Ding hat den Kontakt nicht ausgelöst, ne? Gar nicht. Es bleibt dann rot. Guck mal. Nee. Ja, wir brauchen mindestens noch eins. Irgendwas passiert? Nee. Das ist die Batterie auf jeden Fall. Ja, wir brauchen noch eins. Und wie machen wir das? Hier raus. Irgendwie hier raus. Ah, das ist nicht so gut. Den können wir auf jeden Fall nicht hier rauszerren. Okay. Lasst mal überlegen. Irgendwie müssen ja die Laser aufgehen. Ach so. I got it. Warum ruckelst du gerade so, Spiel? Ich mag das nicht. Ach nee, jetzt gehen die. Sind aber die paar Nüppel im Weg, ne? Oder können wir das draufstellen? Ja. Wir müssen gar nicht durch die Schranke, zumindest noch nicht. Alter, wieso ruckelt das so? Wow, das hatte ich ja noch gar nicht. Achso, wir kommen an die Batterie. Got it! Oh. Das hätten wir uns ja denken können. Und die ganze Fabrik bleibt stehen. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Aber ich habe den Schlüssel noch gar nicht besorgt für meinen Kumpel. Ah, da geht's zurück in die City. Tja, Leute, den Schlüssel können wir vergessen. Wir kommen gar nicht zurück. Hier ist jetzt alles stromlos. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, na gut. Ist so. Schade. Dem anderen Dude noch gerne geholfen. Und zurück. Und schon wieder ruckelt's. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist meine Bläse zu warm. Es ist ja auch wieder warm heute. Heute sollen es bis zu 33 werden. Okay, gehen wir zurück zu Clem. Wir waren ja hier auch relativ vollständig unterwegs, ne? Wir haben eigentlich ziemlich alles, was es hier zu tun gibt. Ey, hier waren wir noch nicht drin. Hallo? Der Club ist geschlossen, hau ab. Batterie? Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt? Ich will in den Club rein. Irgendwie kommen wir in den Club rein. Ach so, hier werden jetzt
hier wird der Diebstahl der Kleidung jetzt geahndet, sozusagen. Stark. Finde ich cool. Kann ich da rein? Noch mehr Sachen klauen? So. Er ist immer noch hier in der Umkleide. Warum? Hat er eine Fehlfunktion oder so? Obwohl sogar der Laden geschlossen ist wegen Diebstahl, hängt er hier immer noch rum. Couch zerkratzen. Hübsch. Gut. Da gibt es leider nicht viel zu tun für uns. Ich könnte mir vorstellen, dass in allen Ecken und Enden jetzt neue Dinge entstanden und aufgedeckt wurden. Hey, mein Freund. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Nikokorb-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Buschel wie dich. Okay. Irgendwie kommt man bestimmt in den Club. Und wenn es durch den Hinterhof ist. War mir gar nicht aufgefallen beim letzten Mal, dass es da einen Club gibt. Wir kommen hier bestimmt irgendwie rein. Leider kann man nirgendwo draufklettern. Offenes Fenster gibt's auch keins. Nee. Kein Clubbesuch für uns. Schade. Gut, zu Clem. Oh. Oh. Glaubst du, der Ganova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? All die Arbeit für nichts. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unsere Bude abzuhängen? Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Ja, richtig. Hab mir's gedacht, hier sind Überwachungsmaschinen. Es wird langsam ganz schön heikel, ne? Wir gehen links rum, glaube ich. Treppe hoch. Bewegt sich kein Stück weg. Und der? Macht er auch mal Pause? Nee. Dafür sind die Kartons da, Leute. Dass man hier auch mal in Deckung gehen kann, falls man doch mal erwischt wurde. Ach, da ist eine Wohnung offen, oder? Sah so aus. Nee. Alles klar. Clever, clever.
Radio anmachen vielleicht? Nee, da lang. Nein. Versteck dich. Hallo? Genau darauf habe ich gewartet. Shit, der bewegt sich nicht weg. Oh, ich dachte, der Lichtkegel trifft uns jetzt. Jetzt sind wir hier an der blöden Stelle gelandet. Oder einfach durchrennen und in den Karton... Nee, das ist ja wieder der Eingang hier, ne? Ja, ja. Das ist doch der Eingang, Leute. Aber wo geht's denn nach oben? Da rein. Ach, wir sind ja hier schon an der Wohnung. Ich bin ja schon im dritten Stock. Das hatte ich eben komplett verrafft. Wo ist Clem? Ich hoffe, sie haben sie nicht geschnappt. Clem? Eine Spur von Clementine. Was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B2 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Da unten, ne? Clementine unterschrieben. Schau mal. Neuen Gegenstand errungen. Mysteriöse Nachricht. Pflanze und diverse Dekoartikel. Das letzte scheint eine Lavalampe zu sein. Gucken wir erstmal nach einer Zimmerpflanze. Na, hier ist die Lavalampe, guck mal. Aber mit der können wir nichts machen. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Inspizieren. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Das ist eine gute Frage. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Ah. Ich bin bei... Ist aber nicht besonders gut versteckt, ne? Die Nachricht. So, okay, wir haben einen ersten Hinweis gefunden. Hier können wir ein bisschen chillen. Da ist der zweite Deko-Artikel. Ein Edelstein. Ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Ja, da liegt doch ein Zettel drunter. Sie lautet Blazer. Ah, der Kontaktmann. Der mit der Bomberjacke heißt ja Blazer. Ich bin bei Blazer, ist die Nachricht. Ich habe immer noch die Zimmerlampe nicht entdeckt. Die Zimmerpflanze. Gibt es einige Zimmerpflanzen, aber keine, unter der eine Nachricht liegt.
Klo. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Na, wir können also auch auf die falsche Fährte gelockt werden. Was ist das für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben? So sehen die Gefährten hier die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Ah. Darauf steht, ich bin bei Blaze, kommt in den Club? Bestimmt in den Club. Dann kommen wir in den Club, den wir eben noch entdeckt hatten. Aber wir brauchen noch einen letzten Hinweis. Da oben ist die Lavalampe. Ja. Und da ist der Zettel. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, ich war woanders. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Perfekt. Wir haben alles. Ich bin bei Blazer, kommt in den Nachtclub. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katz. Lieutenant Oscar, bitte. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist ja absolut fantastisch. Jetzt wünsche ich mir eine Schnellreise. Raus geht's schneller als rein. Okay, Nachtclub. Hier ist der coole Hutladen. Gibt's hier noch was zu tun? Hier haben wir ja auch geklaut. Hi, Hatter. Ich hab nichts in deiner Größe, tut mir leid. Was halte ich für ein Gerücht? Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber. Aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Ey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ich hab's doch gewusst. Man kann irgendwie hinten lang. Aber erst jetzt. Vorher hat es ja auch keinen Sinn gemacht, in den Nachtclub zu gehen. Aber jetzt gibt's hier bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Aber im Moment sehe ich noch gar nichts. Servus. Jameson, du hast hier nichts zu suchen. Es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen, was du nicht willst. Also hau ab. Ach so. Das ist eine prothetische Klinik. Hi. Latequila. Tachchenpartner, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in Augenschein nehmen kann? Ich wollte eh nach oben klettern. Der ist hier weiter am Putzen. Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit andere alles wieder zumüllen. Aber so funktioniert die Welt nun mal. Ja. Ich will hier so einen Energy Drink.
So, dann gucken wir mal, ob wir zu La Tequila rüberkommen. Ja. Hallo. Sprich mit mir. Wunderbar. Schau dir dieses kleine Schätzchen an. Das war's schon. Wahrscheinlich sollte er uns einfach nur zeigen, wo wir hoch können. Ja. Wir kommen nämlich jetzt doch hier ins Gebäude rein. Hier ist nämlich jetzt doch ein Fenster offen. Mein Instinkt war auf jeden Fall goldrichtig vorhin. Das ist nicht Blazer. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Alles klar. Oh ja, feiern. Wir sind ja alle total in Feierlaune. Das sieht unglaublich geil aus, dieses Game. Wenn ich das mal so sagen darf. Seltsames Getränk nehmen. Ja, klar. Gut. Ich habe einen Drink. Ich frage mich, was in diesem Getränk drin ist. Es könnte für jemanden hier von Interesse sein. Barkeeper sprechen. Hallo? Er ist zu beschäftigt, glaube ich. Man kann ihn nicht anquatschen. Okay. Ein Küchenaufzug. Eine Erinnerung. Mehr oder weniger aus Versehen dahin geraten jetzt. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freunde und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Nico Corp und des Polizeistaats, den die Wächter aufgebaut hatten. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Hey, eine der letzten Erinnerungen haben wir gefunden. Guck mal. Wir sind nicht mehr weit vom Ende des Spiels entfernt, würde ich sagen. Und mehr ist hier unten nicht. Bierfässchen. Okay, das war wirklich nur für die Erinnerung. Da können wir hoch. Ja. Dann ist hier Schluss. Na gut. Gut. Gehen wir wieder in den Club. Jetzt können wir mit dem Barkeeper quatschen. Servus. Hey, Gast. Der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Da ist er. Okay. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Hey, guck mal, wir können da hochkommen. Von hier aus. Nein. Ja. Wow. Sind wir hinter der Theke oben? Und haben da leider nichts von. Na gut. Was geht hier vorne so ab? Das ist ein cooler Club. Bisschen tanzen, bisschen grooven. Hebelsockel benutzen. Da hängt aber kein Hebel dran, ne? Den müssen wir finden. Servus! OG... Ne, DJ Mad Key
DJ Madkey hier. Dann wollen wir die Party mal steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Kann ich auch ein bisschen grooven? Aber die Mucke ist geil. Hardcore! Okay. Da ist auch ein Hebel. Was passiert, wenn ich den ziehe? Einmal nach links, einmal nach rechts. Dam, dam, da, dam. Tadada, dam. Das ist der Segema-Tanz. Komm, ich mache jetzt erstmal. Okay, dann wird einfach nur das Ding abgefahren. Und ich kann drauf. Ah, danke. Danke, danke, danke. Ja, das ist cool. Vorher will ich aber nochmal mit ein paar Leuten quatschen hier. Servus. Guck mal, der hat den Hebel in der Hand. Dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich? Kannst du das glauben? Also habe ich den Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht. Und ich will auch nicht damit erwischt werden. Hier ist dein Drink. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie versprochen. Das war einfach. Gut, wir haben einen Hebel. Haben damit schon das Rätsel vorweg gelöst. Ist das Clem? Nee, Alex. Naja, geht so. Okay. Das heißt, ich muss die beide runterfahren. Und was habe ich davon? Außer, dass ich jetzt hier hochkomme. Was ich ja da drüben auch gekommen bin. Ach so, man kommt an dem Lautsprecher nicht vorbei. Und jetzt kommen wir auf den Balkon. Nee, wir sind hier nur auf einem weiteren Kontrollpult. Wir können hier Knöpfe drücken. Dann drücken wir mal irgendwelche Knöpfe. Ah. Und ich wette, die anderen fahren wieder hoch, wenn wir... Ja. Wir müssen alles runterfahren. Wir können ja vorher auch schon mal testen, wie weit wir kommen. Hier vibriert auch ganz leicht der Controller, wenn ich hier draufstehe. Drehen kann man die nicht. Da kommen wir dann rüber. So sieht es doch schon ziemlich perfekt aus. Ja, easy. Wo ist Clementine? Ich weiß es nicht. Ich beeile mich mal lieber, darüber zu kommen. Servus! Aber ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Das ist ja schön für dich, wenn du dich gut mit den Unterdrückern verstehst, mein Freund. Okay. Ah. Wir haben es geschafft. Ist gefesselt. Warum? Das ist eine Falle, Leute. Blazer. Du Verräter. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Shit. Verräterische Roboter. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft.
Hier habt ihr sie. Oh. Voll ins Gesicht geschossen wahrscheinlich. Alcatraz. So heißt die Trophy, die ich gerade bekommen habe. Bedeutet, wir sind jetzt gefangen. Ja, wie kommt ein Kätzchen wie Oscar hier raus? So lange schwingen, bis der Käfig abreißt. Ja. Ja. Bis das Schloss aufbricht, was da dran hängt. Ja. Gut. Das war einfach. Nach Alcatraz sind wir jetzt gebracht worden. Da geht's nicht durch. Extra ein Gitter dran gemacht. Ein kleineres Gitter, wo die Katze nicht durchpasst. Aber das hält mich doch auch nicht auf, Leute. Come on. Ihr unterschätzt mich gewaltig. Ja, boah, was ein Sprung. Die Katze ist super. Gefängnis. So heißt das neue Kapitel. Ist da drüben auf? Ja, da drüben ist auf. Warte mal. Das heißt, komme ich noch nicht runter. Ja. Die gehen unter die Teile, ne? Ja. Okay. Da ist Clem. Oder? Ja, irgendjemand ist da drüben. Boah. Der ist in Schwierigkeiten. Der wird geschockt. Hier geht's nicht durch. Ich hol dich da raus, mein Freund. Irgendwie schaffe ich das. Ja, dann sind wir an der Tür vorbei. Da unten wird gewächtert, hier oben auch. Ich bleibe erstmal hier oben. Außer an dem kommen wir nicht vorbei. Ja, sieht so aus, als ob der sich nicht bewegt. Hallo? Der ist außer Betrieb. Viele Roboter haben sie hier gefangen gehalten. Auch wenn die Roboter sehr feine Sensoren haben, die kleinen Schrittchen von unserer Katze hören sie nicht.
Theoretisch könnte er da oben durch den Schlitz. Ich glaube, rot leuchtende Zellen sind besetzt, oder? Okay. Da ist sie. Na, Clem? Scheiß Verräter, oder? Laser. Der Kerl gehört getasert. Schlüssel! Da ist eine verstärkte Scheibe noch drauf. Hier haben sie nicht gegen eine Katze gesichert, ne? Auch interessant. Interessantes Spinnennetz hier. Stacheldraht. Das ist ein richtiges Gefängnis. Krass. Das war leicht. Wir können den auch fallen lassen. Wahrscheinlich ist der ziemlich geräuschstark. Aber stört uns ja nicht, solange hier kein Wächter rumfährt. Nö, alles gut. Got it. Super. Und nun? Kriegst du das Ding auf? Achso, du hast ja einen Schlüssel. Ich dachte vielleicht, dass die Zellen andere Schlüssel haben als die Tür. Die Raumtüren. Ist aber ganz schön flott unterwegs. Puh. Irgendwas kommt. Was ist das denn? Oh nein! Ja, den müssen wir befreien. B12. Ne? Entschuldigung.
Muss gleich ein Päuschen machen und mir mal einen Kaffee holen. Tolle Musik. So, die Laserschranken sind natürlich Gift für uns. Gibt es irgendwas, womit wir die unterbrechen könnten? Sieht nicht so aus. Aber wir können sie umgehen. Mit einem meisterhaften Sprung. Ja. Tja, ihr habt nicht gegen Katzen gesichert, Leute. Da fuhr doch eben ein Wächter hin und her. Bleibt aber stationär. Haha. Oscar ist ganz verschmutzt. Gott sei Dank. Wir haben B12 befreit, aber er ist noch inaktiv und wird jetzt noch schwerer bewacht. Beziehungsweise noch aufmerksamer bewacht. Die sind jetzt alle in Alarmbereitschaft. Mich wundert, dass keiner von denen den Strom wieder einschalten will, ne? So, wir sollten straight zurückgehen. Kommen wir da hinten zur Mauer? Ja, da kommen wir hin. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. Ja, die drehen sich halt auch sehr schnell, ne? Der fährt hin und her. Und der andere dreht sich. Dreht sich einmal um sich selbst. Die behalten aber ihren Rhythmus bei. Deswegen kann ich da einfach hin. Das ist doch der perfekte Moment für eine kurze Pause. Leute, ich bin gleich wieder bei euch. Ich hole mir ein Käffchen und dann schaffen wir B12 hier raus. Gut, also bis gleich.